uns an. Ich habe keine Ahnung, von was das kommt. Mein Arbeitskollege hat zwar gemeint, es sind die Pollen, weil unser Körper ständig dagegen arbeiten muss. Aber ich habe es nicht im Gefühl. Okay, langsam geht's auch mit der Müdigkeit. Hier ist immer die Straße, wo man am meisten Licht hat und wo man zu viel aufnehmen könnte. Aber ich mache es nicht hier, weil es hier am meisten Leute und Personen und Autos hat. Ist aber selber egal. Gehen wir haben ein bisschen früher Feierabend machen können. Finde ich echt cool von unserem Chef. Naja, immerhin ist das Wetter total scheiße. Okay, frisch aus der Dusche, frisch wieder wach, endlich nach dem ganzen Tag. Geht es heute Abend noch auswärts und deswegen, also mit der Familie, deswegen weiß ich halt nicht genau, wie viel ich dort vloggen werde. Na gut, ja, vielleicht sollte ich die Cam noch richtig einstellen. Wenn ich schon mein Stativ so haben kann. Deswegen, ja, wir werden sehen. Und vom Mikrofon weiß ich immer noch nicht mehr. Also ich habe es bestellt, aber da steht immer noch Beschaffung. Was das heißt? Ich habe keine Ahnung. Gut, das Wetter hat sich immer noch nicht gedreht. Es wird, ehrlich gesagt, fast schlimmer hier draußen. Deswegen habe ich die Timelapse vorhin schon gemacht. Tut mir leid, dass die nur so langweilig ist, wieder einmal mehr. Denn, naja, langsam, aber sicher gehen mir unter der Woche die Ideen aus, für Timelapses zu machen. Ich will nicht einfach im Voraus machen. Klar, manchmal könnte ich vom Sonnenuntergang machen. Problem ist, wir haben hier dieses Schulhaus. Da drüben. Wenn die Sonne untergeht, sind die Wolken auf der Höhe und man kann nicht wirklich eine Timelapse machen von hier unten hoch, da wir diese scheiß Bäume haben. Ab und zu gehe ich ja hinten auf die Wiese, auch dort. Es ist so kahl. Also wir haben einen scheiß Ball, den man reinholen kann, aber sonst nichts. Wenn ihr den habt, unten in die Kommentare. Okay. Hey, nachdem wir es gegessen haben und ich wieder zu Hause bin, habe ich irgendetwas hier im Auge, was mich gerade ziemlich stresst. Egal. Was ich euch fragen will, der heutige Vlog ist ein bisschen mehr Cinematic-artig aufgebaut. Heißt einfach, ich habe viel mehr Kameraszenen von Landschaften eingebaut. Falls ihr mehr Bock auf das habt, ist es so ein Experiment. Also schreibt nur rein. Ich will irgendwie eine Mitte finden. Halb so. Oder ein Drittel so, zwei Drittel so. Was ihr lieber habt, schreibt es unten in die Kommentare, denn für mich wäre es noch praktisch zu wissen, soll ich die Hälfte machen? Soll ich das machen? Soll ich nur so machen? Soll ich fast nur so machen? Oder soll ich gar nichts mehr machen? Nee, Spaß, das würde ich gar nicht tun. Schreib es einfach mal rein. Mich würde es noch interessieren, denn ich finde irgendwie Musik zwar schön, aber ab und zu sollen auch Infos da sein. Aber andererseits ist es wieder anders als andererseits, ne? Ja, irgend sowas. Okay, ich habe jetzt gerade was gemacht. Was ziemlich behindert ist. Aber guckt euch mal an. Ich habe jetzt gerade meine GoPro dazu verwendet, um dieses Bild dazu machen. Aber mal um zu sehen. Hallo? Fokus? Jo, so, Amazon Fokus. Einfach mal zum sehen, wie das Ganze aussieht, wenn ich vlog. Und ich habe festgestellt, ziemlich hässlich und behindert. Okay, wisst ihr, was ich gerade gefunden habe hier draußen? Das Ding da.
Scheint, dass es ausgetrocknet. Vollendlich und endlich und weiß doch auch nicht was. Habe ich so noch ein bisschen rumgekratzt. Wir haben jetzt 10:30, wir haben Freitag, deswegen kann ich noch ein bisschen wach bleiben. Müde bin ich noch nicht ganz so, aber irgendwie nervt mich gerade, dass es pisst draußen. Ansonsten wäre ich jetzt noch ein bisschen rausgegangen. Nun gut, der Vlog bin ich bisher auf 3,5 Minuten gekommen, was nicht wirklich allzu viel ist. Naja, vielleicht fällt mir noch was ein, was ich mit euch machen kann. Jedenfalls, morgen wird wieder ein bisschen chilliger Tag. Ein bisschen ab in die Stadt, noch was mit meiner Mom besprechen. Danach haben wir schon bald. Und der Tag heute wird wahrscheinlich sogar bis Mitternacht gehen. Who knows?